Hey Freunde, wie versprochen, hier ist mein neues Video und zwar ein ganz besonderes Video. Es handelt sich um ein Magazin wieder und zwar ein ganz besonderes, nämlich das V-Jump Magazin oder V-Jump Magazin auch genannt. Und dieses Magazin hat was ganz Besonderes und wie ihr schon sehen könntet und vorab in meinem Sneak Peek im letzten Video, handelt es sich hierbei um diese Promokarte, ja meine Freunde. Es handelt sich um eine Yu-Gi-Oh! OCG Karte, aber eine ganz besondere und das sehen wir jetzt uns gleich mal an. Und dieses V-Jump Magazin ist ein Videospiele-Magazin. Tatsächlich beinhaltet es ganz viele Leaks und neue Infos. Finde ich mega interessant, ja. Und es beinhaltet auch eine Menge Promokarten. Und unter anderem haben wir auch hier noch ein paar Mangas, wie man sieht. Das ist wieder so ein Mischmasch aus Videospiel, Infos, Leaks und Mangas. Hier sind auch ein paar kleine Kurzgeschichten mit bei. Und hier ist die ganz besondere Karte. Es handelt sich nämlich um den rotäugigen schwarzen Drache in der Ultra-Rare-Karte-Version und in einer alternativen Art. Also richtig cool gemacht. Die schauen wir uns mal gleich an. Ich wollte euch, bevor wir uns die Karte jetzt mal hier gleich uns aus der Nähe anschauen, wollte ich mit euch so ein bisschen, weil ich das so interessant finde, das Comic hier ein bisschen durchstöbern. Leider ist es halt wieder, weil es direkt aus Japan kommt, auf Japanisch. Damit können wir leider nicht viel anfangen. Aber wir haben hier ein paar kleine Infos zu Spielen, zu Mobile Games. Hier haben wir ein bisschen Dragon Ball. Wie mir scheint, es ist ein Dragon Ball Online-Spiel. Ich glaube für Handy sogar, wenn ich mich nicht irre. Ja, und hier haben wir ganz viele Infos zu TCGs, zu Merch, wie ihr sehen könnt, zu ein paar Figuren. Und hier wieder, oh Spoiler, Dragon Ball. Ich bin da, hänge da ein bisschen hinterher, deswegen skippen wir das Ganze mal schnell. Wir wollen uns ja nicht spoilern lassen, ne? Und hier haben wir, wie mir scheint, ja, Bruto, oh, da muss ich auch noch ein bisschen nachschauen. Hänge ich auch wieder hinterher, wie das so ist, ne, wenn man privat viel zu tun hat. Und hier haben wir auch nochmal was, Nintendo Switch, ein neues Nintendo Switch Game. Mir liegt der Anime auf der Zunge, den muss ich auch noch gucken, um ehrlich zu sein. Demon Slayer, glaube ich, genau, Demon Slayer hieß der. Oh, schon wieder an die Cam gekommen, sorry Leute. Ja, ich finde, das ist ein ganz interessantes Magazin. Ich hatte euch ja schon mal eins vorgestellt, das war ja das Korokoro Magazin, welches die, und hier haben wir noch eine Promo. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, da steht hier Battle Spirits Card Game. Ich weiß jetzt nicht, um welchen Anime oder um welchen Manga es sich handelt. Kann ich jetzt so nicht begutachten. Da fehlt mir so ein bisschen das Fachwissen an dieser Stelle. Ja, und hier haben wir ein bisschen Digimon-Stuff. Also es ist wirklich ein cooles Magazin, so ähnlich wie das Korokoro. Nur liegt hier der Schwerpunkt auf. Und hier haben wir noch irgendwas. Ne, das scheint wohl Werbung zu sein. Ja, und diesmal ist der Schwerpunkt hier auf Videospiele. Und das Coole ist aber, was halt dieses Magazin, welches auch jeden Monat die Ausgabe wechselt, ähnlich wie im Korokoro Magazin, es beinhaltet eine Menge Promokarten, wie wir hier einmal sehen. Ich öffne das mal kurz, ganz vorsichtig. Ich glaube, man kann das hier so an der Lasche so rausziehen. Ich habe halt, oh ne, funktioniert doch nicht. Da machen wir das mal lieber mit der Schere. Ich kann jetzt mit der Promokarte wenig anfangen, weil ich auch nicht weiß, um was es sich hier handelt. Also aus welchem Universum, sage ich mal, oder aus welchem Manga diese Promokarte hier kommt. Aber wir schauen sie uns mal an. Ist ja auch mal ganz interessant, so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern, ein bisschen zu schauen, was ist denn noch so Interessantes vertreten, ne? Und hier haben wir eine schöne Promokarte, wie ich finde. Hier ist das V-Jump-Logo. Der hat auf jeden Fall, erinnert mich so an die Dragon Ball Superkarten mit diesem Prismatic Foil hier, dieses so der Scherbenoptik, sage ich mal. Also ist eine ganz coole Karte. Die kommt definitiv in meine Sammlung. Ich weiß noch nicht, was ich mit der anfangen soll, aber es ist auf jeden Fall eine Promokarte und wichtig, meine Freunde. Zu diesen Promokarten, wie ihr sicherlich wisst, kommen diese Promokarten nie wieder. Also in dieser Form, das bedeutet, diese Karten gibt es nur in solchen Magazinen in Japan und wie ihr euch denken könnt, wenn die Ausgabe jeden Monat wechselt, dann sehe ich da auch keinen Grund, warum die Macher in Japan, sage ich mal, das quasi wieder reprinten sollten.
Und jetzt kommen wir hier zu der ganz besonderen Karte, um die es geht. Ich bin auch großer Yu-Gi-Oh!-Fan, schon immer gewesen, auch in meiner Kindheit schon gesammelt und fleißig gespielt, sogar mit der originalen Duel-List von damals. Also ich verbinde nicht nur mit Pokémon ganz viel, sondern auch mit Yu-Gi-Oh! Und ich finde auch Yu-Gi-Oh!-Stuff ganz interessant, spielen tue ich auch schon lange nicht mehr. Aber ich finde auch die Karten, die sie haben, auch wunderschön zum Sammeln. Und diese Promokarte, gerade der schwarze, der rotäugige schwarze Drache, mit dem verbinde ich sehr viel. Und deshalb habe ich gleich, als ich das auf eBay gesehen habe, gleich zugeschlagen, weil ich die Karte einfach wunderschön fand. Und gerade als Sammler finde ich auch so Karten und Ausgaben interessant, die es nur einmal im Monat gibt und danach nie wiederkommen. Das macht das Ganze für mich auch interessant. Nicht nur, wenn die Karte halt optisch schön aussieht, sondern ich sag mal so für mich persönlich auch einen kleinen Schatz in meiner Sammlung behalten darf, wo ich einfach weiß, es kommt so in dieser Form nie wieder. Das finde ich immer super, super interessant. Und ich versuche mal das hier ganz vorsichtig hier aufzuschneiden, ohne die Karte zu beschädigen. Ja, das gestaltet sich ein bisschen schwierig. Da haben die das bei dem Korokoro-Magazin besser gelöst, weil da konnte man das ganz leicht abziehen. Das hatte so eine Riffelung, aber hier, das ist so wirklich wie so ein Umschlag. Schreibt man die Karte. Das ist echt ein bisschen doof gemacht. So, aber jetzt haben wir es, ja. Jetzt kann das Comic und das ganze Gedöns hier mal zur Seite. Also wie gesagt, so sieht das von vorne aus. Finde ich super schön. Mit Son Goku und der sagt mir nichts. Hier haben wir auch nochmal was, ein bisschen Werbung. Na, On Sale, Dragon Ball Kakarot. Auch ein cooles Spiel, kann ich nur empfehlen. Kommt, glaube ich, für die Switch sogar raus oder ist schon draußen. Ja, das tun wir mal beiseite und schauen uns jetzt mal die Promokarte genauer an. Wie gesagt, finde ich mega interessant, dass dieser schöne, nostalgische Big Boy hier in einer Art von Promokarte in diesem V-Jump Magazin mit dabei ist. Und oh, die sieht einfach echt schön aus. Hammer. In Ultra Rare, meine ich. Hier auch mit der goldenen Schrift. Ist zwar auf Japanisch, aber finde ich, macht trotzdem was her. Wie sieht die Rückseite aus? Wunderbar. Ich kann jetzt so nichts Gravierendes erkennen. Die Ecken sehen auch gut aus. Hier oben vielleicht ganz, ganz leicht ein minimaler Knick oder so ein bisschen weiß. Unten sieht die Corner auch gut aus. Ja, hier ein bisschen auch weiß am Rand. Aber ansonsten ist die Karte echt wunderschön. Und wie gesagt, hier sieht man das auch nochmal. Unten steht nochmal die Nummer. Hier steht wirklich richtig auch, dass es eine V-Jump Promo ist. Die japanische Version, Karte 215. Also ist wunderschön, kann ich nur empfehlen, meine Freunde. Ich habe das Ganze mir auf eBay geholt und finde ich für Leute interessant, wie gesagt, die auch mit Yu-Gi-Oh! Was anfangen können, die vielleicht sogar Yu-Gi-Oh! Stuff sammeln. Ich finde, da darf so eine wunderschöne Karte wie der rotäugige schwarze Drache in Ultra Rare in so einer alternativen Form, sage ich mal jetzt, oder Variante, darf einfach nicht fehlen. Ganz ehrlich, also finde ich eine wunderschöne Karte. Kann ich nur empfehlen. Ihr könnt gerne kommentieren und schreiben, was ihr davon hält. Mögt ihr Yu-Gi-Oh!, könnt ihr was damit anfangen. Und an alle, die die Karte so schön finden wie ich, lasst doch gerne ein Like und ein bisschen Liebe da, meine Freunde. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein.